Glück auf und herzlich willkommen zu diesem neuen Schalke-Update. Wir sprechen heute über die Ultras und zwar haben die Ultras ein sehr schönes letztes Adventskalender-Türchen gehabt. Darüber möchte ich unbedingt berichten, weil es mir sehr gefällt. Und ja, wir sprechen über Marco Richter. Marco Richter, da gibt es jetzt ein Gerücht. Marco Richter ist der Stürmer beim FC Augsburg und ist jetzt im Gespräch bei Schalke 04. Ja, nein, wir sprechen drüber und damit herzlich willkommen zu diesem Schalke-Update. Wir fangen also an mit den Ultras und zwar haben die Ultras ihr viertes Adventskalendertürchen geöffnet und Folgendes ist dahinter und zwar haben die Ultras ja die Wand hinter der Nordkurve bemalt, die ist ja vorher komplett grau gewesen und jetzt steht drauf 1000 Freunde, die zusammenstehen, dann wird der FC Schalke niemals untergehen. Richtig, richtig schön geworden, finde ich viel, viel besser als die graue Wand. In den Ecken jeweils ja, haben sie ganz viele kleine Symbole oder auch vielleicht das Ultraszeichen als solches dorthin gemalt. Also ihr seht schon so ein bisschen angedeutet auch in dem Bild, was da noch alles in der Wand steht. Die Ultras haben extra dafür auch ein Video angefertigt, das richtig, richtig gut geworden ist. Sehr, sehr kurz auf jeden Fall, aber mit so richtig geiler Musik hinterlegt. Ich verlinke euch das Video hier auch nochmal unter diesem Video, dann könnt ihr euch das anschauen. Ja, finde ich eine tolle Aktion, finde ich wirklich gut. Und ja, macht mich ein Stück weit auch wieder stolz auf unsere Ultras. Kommen wir zu Marco Richter. Marco Richter ist jetzt aktuell im Gespräch beim FC Schalke 04. Das heißt, was heißt im Gespräch? Die Bild-Zeitung hat halt drüber berichtet. Offensichtlich sind da irgendwelche Informationen an die Bild-Zeitung drangekommen und im Normalfall lutschen sie sich das auch nicht aus den Fingern. Also da kann schon was dran sein. Marco Richter soll zu einer Leihe nach Schalke kommen und ja, er hat aktuell einen Marktwert von 6 Millionen Euro. Die Tendenz ist allerdings in der Vergangenheit fallend gewesen. Er stand schon mal bei 10 Millionen Euro, deswegen, weil er schlicht und einfach nicht mehr zum Einsatz kommt beim FC Augsburg oder seltener zum Einsatz kommt. Hat ja gegen uns noch getroffen, aber insgesamt hat er jetzt ein Tor und eine Vorlage diese Saison gemacht und er soll Schalke verstärken auf der Rechtsaußenposition bzw. als Stürmer. Also er ist wirklich Rechtsaußen. Und kann man auf jeden Fall machen, muss ich ganz klar sagen. Ich meine, wir sind auf der rechten Position sind wir eigentlich nicht so gut aufgestellt. Wir haben dann jetzt einen Remy Matondo, der eigentlich oft an seinen Gegenspielern hängen bleibt, trotz hoher Geschwindigkeit eben nicht oder gerade wegen der hohen Geschwindigkeit eben ja, schnell Dribblings verliert und ja, dann haben wir noch einen Alessandro Schöpf, der ja mal hopp, mal komplett flop spielt, also auch wenig Zuverlässigkeit im Moment ausstrahlt. Dann haben wir natürlich noch einen Jan Bostoan, der ein Riesentalent ist auf der Position, aber auch die letzten Spiele eher nicht so gut performt hat. Also es kann alles schon Sinn machen, ja. In erster Linie denke ich, brauchen wir eher noch einen Mittelstürmer aktuell. Und auf der Rechtsverteidiger- sowie auf der Linksverteidigerposition sich eher noch Bedarf tatsächlich auf der Position. Aber nichtsdestotrotz, wenn man einen Marco Richter kriegen kann zu einem günstigen Kurs und vor allen Dingen, wenn man vorher auch noch anderes Geld einnimmt. Ich meine, er kann ja auch auf der Mittelstürmerposition spielen. Dann kann das schon Sinn machen. Kann man machen. Wie gesagt, Marco Richter erhofft sich natürlich mehr Einsatzzeiten dadurch. Bin ich gespannt, ob er die auf jeden Fall bei uns kriegen wird. Und naja, ob er nachher die große Unterstützung dann sein wird, das werden wir dann sehen. Auch bei uns muss er natürlich Gas geben. Auch bei uns hat er seinen Stammplatz dann noch nicht sicher. Habe ich schon frohe Weihnachten gesagt? Bin mir nicht mehr sicher. Frohe Weihnachten auf jeden Fall. Heute ist der 26.12. Kommt heute gerne in den Livestream rein. 18.30 Uhr geht's los. Und dann machen wir weiter.
Okay, haut rein. Glück auf. Ciao.